Das Metropolitofestival ist ein Versuch, verschiedene Kulturinstitutionen und Kulturakteurinnen in Oldenburg zusammenzubringen und vor allen Dingen auch mal ein bisschen Revue passieren zu lassen, was in Oldenburg an Clubkultur eigentlich die letzten Dekaden, muss man sagen, ging. An der Oldenburger Straße waren die Nachfrage und das Angebot vorhanden. Ich habe gerade den Film Rocker, Popper, Disco-Gänger mir angeschaut. Ende der 70er, Anfang der 80er viel in der Disco-Szene in Oldenburg unterwegs gewesen. Und das war einfach toll, das wiederzusehen und so das Leben nach vorne gelebt, aber nach hinten verstanden, das wiederzuentdecken und das Zeitgefühl von damals zu sehen. Und diese Möglichkeit zu haben, finde ich total klasse. Der Film hat mich sehr erinnert, auch so an meine Disco-Jahre Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Wie das Lebensgefühl damals war, wie man rausgegangen ist, endlich so sich selbst entdeckt hat, sich selbst ausgelebt hat, frühen Hedonismus gelebt hat, Partyjahre, aber auch so noch so frühe Solidarität. Und davon hat viel bei mir in Oldenburg stattgefunden. Wir versuchen so ein bisschen mit dem Festival halt Revue passieren zu lassen, zu schauen, was ging, aber auch natürlich nach vorne zu gucken, wo ist Oldenburger Clubkultur in den nächsten 10 Jahren vielleicht? Was ist während der Pandemie passiert? Wie kommen wir jetzt nach der Zeit wieder aufeinander? Wie treffen wir aufeinander die Idee? Und natürlich aber auch zu sagen, okay, wir wollen nicht nur Party, wir wollen nicht nur Hedonismus, wir wollen nicht nur eine Techno-Feier nach der nächsten, sondern wir wollen auch mit Workshops, Vorträgen, Kino, Theater versuchen, eine inhaltliche Ebene zu schaffen und mit Leuten darüber auch im Austausch zu treten. Las Islas Canarias. Also im Grunde haben wir nie einen festen Rahmen für diesen Film im Kopf gehabt. Deswegen ist es einfach super schön, wenn der Film jetzt nochmal auf einer großen Leinwand auch gezeigt wird. Und klar, der ist 2,5 Jahre alt, aber das Thema ist ja nicht alt geworden. Und die Schauplätze sind jetzt wieder andere. Aber ja, das Thema wiederholt sich. Und ich habe letztens noch gelesen, dass in diesem Jahr in den ersten Monaten jetzt schon so viele Menschen auf der Mittelmeerroute ertrunken sind, die normalerweise in einem Jahr ertrinken. Und das zeigt ja so, das Thema ist halt einfach immer noch aktuell. Vor allem ist es schön, nach Hause zu kommen, weil ich den Club auch sehr gut kenne, weil es sozusagen mein zweites Wohnzimmer früher war als Kind oder als Jugendlicher. Und ansonsten finde ich es einfach toll, wie divers das Programm ist und dass es halt nicht nur Clubmusik ist, wie ich das auch viel von früher kenne, sondern halt Konzerte sind und Workshops sind und Filme gezeigt werden und so weiter und so fort. Das finde ich sehr toll. Also Kulturveranstaltungen in dem Sinne besuche ich sowieso sehr gerne und freue mich sehr, ein Teil davon sein zu dürfen. Und natürlich auch die Programmation, weil zum Beispiel heute Abend das erste Mal in Oldenburg ein kompletter Rap-Abend stattfinden wird, wo nur Frauen gebucht worden sind. So, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit einem Track zum Warmwerden. 4 Wände, 1 Mic, Villa in der Kennedy. Beat von Ost, halbe Platte, Fackel, die ganz Frankfurt riecht. Mein Kopf, viele Wörter, deshalb ist die Stirn so groß. Du kannst nicht mal ahnen, wie das Feuer in meinem Sorry, ja, mach ein leiser, warte auf die Tiefschlafphase. Schreibe Hits die ganze Nacht und mach allein im Zimmer. Call mein Abi, labern, schwach im Kabel bis auf Kassette. Schreib mein Part in halber Stunde und erzeug kein Brett. Wir, das ist einmal der lose Zusammenschluss des Permanent Aktivkollektivs. Dann die Leute vom Freizeitlärm. Dann haben wir diverseste Partnerinnen, zum Beispiel das Lokalradio Oldenburg 1. Dann ist die Hotel Villa Stern noch mit am Start. Das sind alles Leute, die irgendwie zusammenkommen und dieses Festival gerade möglich machen. Ich erwarte einfach, dass wir Spaß haben und eine gute Zeit haben. Und ich finde es auch einfach so schön, so der Kontext, irgendwie heute nur Flinter, das Line-Up irgendwie auch in Oldenburg. Irgendwie ist ja auch eine kleinere Stadt. Bin irgendwie ganz gespannt und ich hab Bock. Sag mir, wo willst du heute noch hin?
leicht verschoben, Modus ohne Ticket. Sitz auf Parkbänken, bis die Sonne hittet. Augen blau wie Bombay Gin, sag mir, wo willst du heute noch? Für mich ist das einfach so voll die gute Möglichkeit, sich ranzutasten und irgendwie in Räumen spielen zu können, wo ich mich sicher fühle und wo ich weiß, dass mir irgendwie kein Hass entgegengebracht wird. Und ja, wo man einfach wachsen kann, nice Leute treffen kann und ja, irgendwie. Ja, so Bubble-Leben ist ja immer so ein bisschen Safe Space einfach. Also es gibt mir auf jeden Fall Hoffnung, dass die Untergrund noch lebt und weiter leben wird, weil es gibt viele Leute, die so viel Energie da reinstecken, dass wir noch Kultur von unten behalten und Spaces haben, wo es nicht übelst teuer ist, reinzukommen, wo Leute, die öfters diskriminiert werden, sich wohlfühlen, wo man Lineups hat, was man sonst in die große Industrie nicht sehen würde. Steh, was kann ich dafür, dass dein Happy Land mir Game nicht mehr geht? Serotonin fehlt und ich denk an ein Gebet. Baby, ich komm heute spät. Deutsche Bezahl, die Geschichte Raps und ihr, wir euch ernst davon. Realness distanziert, diese großen Scheine sorgen dafür, dass ihr euren Kopf verliert. Klassenbewusstsein war da drin, ist offensichtlich nicht mehr da. Keine Sorge, pseudo-linke Influencer nicht besser. Töter Menschen kriegen nicht mehr mit, was auf der Welt passiert. Daran, wie du flex, seh ich, du bist nicht organisiert. Alle dagegen. Musik zu machen mit meinen Leuten, bedeutet mir super viel, weil wir da einen Weg finden, uns auszudrücken und auch irgendwie Gehör zu verschaffen, weil vor allem schwarzen Flinter-Personen nicht so viel zugehört wird, vor allem nicht in Deutschland. Ja, es ist super wichtig, dass das Line-Up in die Richtung auch diverser wird und Platz für andere Menschen zu schaffen. Machen nicht viele. Unterdrücken ist es nicht mehr lang. Dann sind wir wach und dann fangen wir an. Stunden. Ich bin wach. 3120 Minuten. Ich bin wach. 187.200 Sekunden. Ich bin wach! Ich finde das sehr schön. Also gerade vielleicht auch Theater zugänglich zu machen für Personen, die sonst eher nicht ins Theater gehen würden. Dass auch das Ganze ein bisschen sich niedrigschwelliger ist. So ja, nicht so teurer Eintritt. Noch mehr Menschen, mehr vielleicht ein Interesse an Theater wirklich zu machen. Auch so vielleicht uns auch zum Teil so nahbar zu machen, habe ich das Gefühl. Also, dass halt schon im Theater häufig so, okay, wir gehen jetzt ins Theater und das ist so eine Sache, vielleicht auch gerne so präsentieren möchte, für in höheren Altersstufen häufiger. Und dass halt auch jüngere Menschen so sagen, okay, man kann auch einfach so sich zu zweit irgendwie auf die Bühne stellen und seine Erfahrungen auf die Bühne bringen. Und dadurch halt ja ein bisschen mehr Nähe auch hat zu der Realität. Das ist auch abstrakt, aber irgendwie auch so, ja, so ein kleiner Leckerbissen. Gar nicht fertig locker! Ich hab da genau das Richtige für dich. Also es ist kein richtiger Vortrag, es ist so mehr ein Input, der zum Diskutieren anregen soll. Und zwar stelle ich mir die Frage, wie gehen wir eigentlich mit KünstlerInnen um, die zum einen vielleicht Antisemitismus, ob wissentlich oder unwissentlich, verbreiten. Und dann stelle ich mir noch die Frage,
inwiefern BDS mittlerweile auch die Techno-Szene, die eigentlich total apolitisch war die letzten Jahrzehnte, inwiefern BDS diese Szene beeinflusst und was das eigentlich in der Konsequenz bedeutet. Also sowohl für Antisemitismus kritische KünstlerInnen als auch irgendwie für Venues. Ich glaube, dass es in vielen, vor allem großen Clubs, keine Sensibilität für Antisemitismus gibt, aber auch nicht für andere Ismen. Also ich glaube, wir stehen gerade am Anfang, wenn es darum geht, auch Rassismus an der Clubtür oder im Club oder auch Sexismus und sexistische Übergriffe zu bekämpfen. Und da haben auf jeden Fall die meisten Clubs noch viel vor sich. Ich sehe aber auf jeden Fall einen Fortschritt darin, dass man jetzt Awareness-Teams hat, an die man sich wenden kann. Es gibt in den Clubs Awareness-Strukturen. Unsere Türleute sind auf jeden Fall sensibilisiert, was alle möglichen Formen von diskriminierendem Verhalten innerhalb von Club-Kontexten irgendwie angeht. Alle Leute, die mitarbeiten, sind sich den Strukturen, in denen solche Veranstaltungen stattfinden, bewusst und dementsprechend auch jederzeit ansprechbar, und dann wird zusammen eine Lösung gefunden. Ich bin eine Lady, high wie die Hills, drücke auch aufs Gas, Highway auf den